Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Wir verdienen heute 700 Euro PayPal-Guthaben mit dieser Seite. Okay, und du kannst das auch. Ja, deshalb schauen wir uns das jetzt an. Fast 90 Aufrufe, 4 Daumen hoch, kein Daumen runter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Attacke. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie du immer wieder mehrere Euros verdienen kannst. Und zwar funktioniert das Ganze mit der Webseite Paid Likes. Okay, ich bin sehr gespannt, weil ich habe die Seite, ich habe genau das Gegenteil schon mal ausprobiert. Ich habe mir bei einem Anbieter Likes gekauft und ich glaube, du kannst dich da anmelden, meine Sachen liken und damit Geld verdienen. Cool, oder? Ich bin auch ganz ehrlich und offen. Man muss so Sachen auch mal testen. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe genau bei den Anbieter das gekauft, den diese Seite hier gehört. Diese bezahlt dich für Facebook-Likes, Instagram-Likes oder YouTube-Abonnenten. Das heißt, ich abonniere jemanden und bekomme Geld. Jetzt zeige ich dir zuerst, warum du überhaupt Paid-Likes nutzen solltest. Und zwar kann man hier, wie schon gesagt, verdienen mit Facebook, Instagram und YouTube. Und die sind sogar schon seit 2012 am Markt. Und die Vergütung beträgt ungefähr 6 Cent je Like. Was eigentlich im Vergleich zu anderen Webseiten relativ viel ist. Ja, das stimmt, das ist sehr viel. Ich weiß auch nicht, wie die auf die 6 Cent kommen oder so, weil, ja. Aber egal, schauen wir erstmal weiter. Und Auszahlungen werden getätigt innerhalb von 24 Stunden. Und auch der Support ist auf Deutsch, weil das Ganze auch eine deutsche Firma ist. Und dementsprechend hat man hier auch kein Problem. Und hier sehen wir auch noch, dass schon 350.000 Euro ausgezahlt worden ist. Und auch das kann gut möglich sein, weil ich bezahle ja auch dafür, dass ich diese Likes bekomme. Ich glaube, das ist realistisch. Das Einzige, was ich jetzt gerade habe, ich habe da gerade auch wieder welche gekauft für YouTube-Abonnenten. Auch für diesen Kanal hier. Ich bin da ganz ehrlich. Die verschwinden dann auch immer mal wieder. Und das ist irgendwie sehr, sehr kacke. Ich bin das gerade am Testen. Ich habe 500 Abonnenten für diesen Kanal gekauft. Die gehen mal wieder hoch. Dann alle paar Tage verliere ich wieder welche. Das ist sehr negativ bei diesem Test. Paid-Likes schon 90% weiter empfohlen wurde. Und wichtig natürlich, es ist absolut kostenlos und wir müssen keine Startgebühr oder so bezahlen, um damit Geld zu verdienen. Solltest du immer, ne? Es sei denn, du kaufst einen Videokurs, wie zum Beispiel mein Jetset Affiliate-System, das ist etwas anderes, das ist eine Ausbildung, aber diese Seiten sollten immer kostenlos sein. Sagen, gehen wir direkt mal in die Registration rein und dann nach in die Übersicht. Auf der Webseite angekommen, können wir hier oben rechts sehen, dass wir uns auch schon registrieren können. Das kann ich jetzt leider nicht zeigen, da es jedem Nutzer nur zusteht, ein Konto zu besitzen. Wenn Paid-Likes herausfindet, dass man ein zweites Konto hat, werden beide Konten gesperrt und das Guthaben kann nicht mehr ausgezahlt werden. Okay. Ja gut, aber du brauchst, ich hab mich da gerade angemeldet. Du brauchst nur deine E-Mail-Adresse angeben, Vor-, Nachname, Geburtsdatum und ein Passwort und dann das Konto bestätigen. Habe ich gerade gemacht. Wenn wir uns erfolgreich eingeloggt haben, sehen wir hier schon die Übersicht, wo wir hier ein kleines Dashboard haben mit unserem Guthaben. Aktuell habe ich 2,04 Euro. Das entspricht hier 102. Aber wie kommst du, wie du auf 700 Euro kommst? Jetzt ohne Scheiß, der Titel heißt 700 Euro. Der heißt nicht, wie du 2,04 € mit PayPal verdienst. Oh mein Gott. Punkten. Schauen wir mal erst über die Übersicht. Hier können wir schon auf Fragen und Antworten klicken. Und dann sehen wir eigentlich die wichtigsten Fragen, die wir haben können. Da stand gerade, lieber Julian, mach das mal ein bisschen besser. Da stand gerade dein Name. Wie hier einfach nachlesen. Das zeige ich jetzt aber nicht genauer. Julian Hans, bitte mach das doch mal ein bisschen vernünftiger. Also du könntest jetzt hier schreiben, wie ich 2,04 € verdient habe. Dann können wir hier einfach noch den Support anschreiben. Hier unter der Kategorie Geld verdienen können wir hier die verschiedenen Möglichkeiten sehen. Zum einen wäre das eben mit Facebook, mit YouTube und mit Instagram. Ich gehe mal hier auf Facebook. So. Und zwar werden uns jetzt hier 11 verschiedene Fanseiten angezeigt. Da selbst der Rechtsanwalt Andreas H. Paul kauft Likes. Ist das Likes? Like-Button, ja, also liken. Reiseziele Deutschland kauft. Aber lieber Rechtsanwalt, selbst sie kaufen Likes. Cool. Kein Hate. Und wie verdienen wir jetzt Geld? Also wir bekommen auf jeden Fall schon mal einen Punkt pro Seite, die wir liken. Und zwar müssen wir hier jetzt immer auf den Auftrag draufklicken, dann öffnet sich ein zweites Fenster,
bei dem wir weitergeleitet werden zur Facebook-Seite, die wir liken müssen. Dort angekommen, müssen wir dann hier auf Gefällt mir klicken. Ich bin jetzt halt nicht auf Facebook angemeldet, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber dann meld dich doch vernünftig an und zeig das doch, dass du den gut... Ja, Mann. Aber ich kann es euch mit Instagram zeigen. Okay, wenigstens etwas. Dann können wir hier zum Beispiel jetzt Nico Meyer auswählen. Oder wir können auch hier alle Links gleichzeitig öffnen. Öffnet sich einfach ein nach dem anderen Tab. 15 Instagram-Profile, okay. Wir machen hier jetzt mal kurz zur Veranschaulichung einen Auftrag. Dann werden wir wieder weitergeleitet. Und kommen dann hier eigentlich schon auf die Instagram-Seite. Diese müssen wir dann abonnieren und kurz warten. Dann können wir eigentlich schon die Seite schließen und können hier auf Likes jetzt prüfen klicken. Dann prüft eigentlich Paid Likes, ob man wirklich auch abonniert hat. Und dann sehen wir hier Erfolg, ein neuer Like vergütet. Unter Instagram können wir aber auch noch Bilder liken, für die wir dann aber halt auch nur einen Punkt bekommen. Für Leute, die vielleicht nicht gerne mit ihr... Okay, ja, wir haben es verstanden, aber was ist ein Punkt? Ein Punkt sind 6 Cent, weil er hat gesagt 6 Cent pro Like, das wäre nochmal ganz interessant. Privaten Instagram-Account irgendwelchen fremden Personen folgen wollen, ist das vielleicht ideal. Jetzt gehe ich trotzdem nochmal kurz hier auf YouTube. Da war ich gerade auch, da musst du dich mit deinem YouTube-Kanal anmelden und deinem Gmail-Account. Habe ich dann abgebrochen. Das wollte ich natürlich nicht. Aber ist deine eigene Entscheidung, aber natürlich, ich weiß nicht, wie weit dann Google dann das nachverfolgen kann und deshalb sind meine Likes dann auch immer gelöscht. Und ja. Seht, habe ich mich hier noch nicht verbunden und kann dementsprechend auch keine Aufgaben machen. Warum hast du das dann nicht gemacht, wenn du schon deinen Test machst? Und wie kommst du auf die 700 Euro, mein Freund? Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich noch, warum bekommt man überhaupt Geld, wenn man Instagram-Posts, Likes, abonniert und so weiter. Und zwar funktioniert das Ganze eigentlich hier über Kampagnen. Und zwar kann man selber Kampagnen erstellen, für die man dann Geld bezahlt. Das heißt, jemand anders bezahlt Geld der Webseite und bekommt dafür... Okay, zwei Kampagnen hat er laufen, YouTube-Likes und YouTube-Abos. Ich habe das nicht über diese Seite, ich habe das über eine andere Seite gebucht. Schade, dass du das nicht zeigst. Weil wir sehen ja sowieso, dass du Abos kaufst und Likes. Wie gesagt, ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm, aber das ist... Die Likes sind nicht irgendwelche Bots von irgendwelchen Accounts, die erstellt worden sind, sondern das sind dann reale Personen, die dann den Accounts, dem Account folgen, der bezahlt hat und bekommen dann einen Teilbetrag. Und dadurch verdienen wir eigentlich Geld. Dann kann man hier auch noch unter Referrals die Website promoten und auch einen Affiliate-Link teilen kann. Und man kann sich hier dann einfach einen Link erstellen lassen, den man dann zum Beispiel auf die eigene Webseite oder auf Instagram in die Beschreibung packen kann. Dann können wir hier oben noch auf Transaktionen gehen. Da sehen wir einfach, wie viele Likes wir schon gemacht haben und wie viele Punkte wir wann verdient haben. Das ist auch eigentlich nochmal praktisch zu sehen, wie viel wir wann verdient haben. Und dann du hast 78 Likes gemacht und 2 Euro noch was verdient. Das ist wenig. Aber so wie ich das sehe, hast du deinen YouTube-Kanal schon mal verbunden. Sonst würden ja nicht 15 Mal... du hast 15 YouTube-Accounts abonniert. Steht da unten drunter. Okay, sehr interessant. Dann können wir hier noch auf Auszahlungen klicken, wo wir dann eine Adresse hinterlegen müssen und hier rechts einen Auszahlungsbetrag auswählen. Und dann kann man hier, wie man sieht, mit PayPal oder internationaler Banküberweisung sich auszahlen lassen. Was ich auch noch sehr toll finde, ist, dass man hier sieht, bei wie viel Prozent man angelangt ist. 250 Punkte kannst du auszahlen lassen. Wie viel Geld ist das denn? 250, das würde mich mal interessieren. Bis zur nächsten Auszahlung. Und hier könnt ihr auch noch sehen, dass es nur einige wenige Minuten dauert, bis die PayPal-Auszahlung... Ja, das ist ja alles okay. ...gefolgt ist und Banküberweisung natürlich 1 bis 3 Werktage benötigt. Dann hier unter Einstellungen könnt ihr einfach eure persönlichen Daten, die ihr eingegeben habt, nochmal überprüfen oder halt euer YouTube-Account hinterlegen, damit ihr auch mit YouTube Geld verdienen könnt. Genau das gleiche mit Instagram und Facebook. So wie ihr jetzt hier gesehen habt, kann man hier schön ein kleines Taschengeld verdienen.
Das passt doch nicht mit diesen Punkten, mit den Likes und alles. Also 100 mal was geliked und 2 Euro verdient. Das ist aber nicht 6 Cent. Also sehr komisch. Also ein bisschen besseres Review hätte ich mir jetzt schon verstanden, vorgestellt. Also. Für Leute, die ein bisschen Zeit haben und neben dran noch Musik hören und einen Podcast, ist es doch eine ganz schöne Möglichkeit. Natürlich kann man hier nicht reich werden, aber das sollte, glaube ich, eigentlich jedem bewusst sein. Wenn man alle Aufträge abgeschlossen hat, dann dauert das natürlich immer wieder ein bisschen, bis Paylikes wieder dir neue Aufträge gibt, die du dann auch wieder abschließen kannst. Das war's dann auch schon wieder von dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir ein Also interessante Plattform, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich 6 Cent bekomme oder nur einen halben Cent oder so. Sonst einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ne? Aber natürlich richtiges Affiliate-Marketing verdienst du mehr. Ganz klar. Was ich dir in meinem Jitsi-Affiliate-System zeige, da hast du auf jeden Fall mehr von. Mein Name ist Michael Kurzer, ich bin Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.